Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Ich bin der Günther, bin 22 Jahre alt und heiße Detlef. Deshalb reagieren wir heute auf Günther das Schaf. Geil, Mann! Boah, das wär ein Ding, die Geräusche von Schwanz. Was wollte ich? Das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Hattet ihr, also genau, hat das bei euch einmal geklappt, wenn ihr Schlafprobleme hattet, dass ihr dann Schafe gezählt habt? Oder bei den meisten ist es dann Burger. Hat das bei euch wirklich funktioniert, dass ihr eingeschlafen seid? Bei mir war das wirklich immer so. Ich hab das mal versucht, ich war wirklich so bis 60, 70 oder sowas. Und ich war danach so hellwach, weil ich habe dann angefangen, mich so krass darauf zu konzentrieren und virtuelle Schafe zu zählen. Ja, und da war ich halt mega wach, ne? Und habe mir so gedacht, ja, alles klar, ich habe jetzt Mathe gemacht, worauf ich absolut keinen Bock habe. Ich wollte pennen und bin jetzt voller Energie und kann nicht mehr pennen. Habe ich mir auch gedacht, alles klar, ne? Dumm. Mache ich auch immer. Das ist so bescheuert. Also, meine lieben Freunde der Sonne, merkt euch das: kackt nicht in den Wald, kackt nicht einfach hinter euer Haus, denn ihr tötet damit liebevolle kleine süße Insekten. Gut, wenn es Bienen sind, ist es okay, dann dürft ihr es machen, aber bitte keine Ameisen töten. Ne? Das ist dann echt scheiße für die gelaufen. Boah, wie brutal eigentlich ein Schaf ist, ne? Oder alle Säugetiere. Ich frage mich gerade bei dem Video, wann kommt der Sinn? Es ist. Nee, ey. Ich frage mich halt die ganze Zeit so, wann kommt so der Sinn? Der Sinn des Lebens. Ja, genau, Ameisenattacke. Übrigens, mache ich immer auf Arbeit. Ne, das ist immer ganz, ganz gechillt, immer bergab, ne? Beine weg und rollen. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ach komm, die Beine einfach abmachen. Da kann ich einfach besser auch rollen. Ist halt nur immer doof, wenn man dann von Arbeit nach Hause muss, dann wird es ein bisschen anstrengender, aber spart man halt Geld, ne? Und man kann halt eine Runde rumrollen, ne? Und so. Von in Günther sein Leben, oder besser gesagt, in dem Moment ist mehr passiert als in meinem ganzen Leben zusammen. Also das ist schon heftig. Gut. Jetzt das Schaf essen. Ist so bescheuert.
Ich heiße Marvin. Es gibt so eine Studie, vor allem seine Haare sehen aus wie ein Kackehaufen, aber das ist immer was anderes. Es gibt eine Studie, die ist total echt. Also wenn man schläft, dass im Jahr mindestens 7 Marienkäfer auf dem Kopf dann schlafen, auf euren Kopf. Es ist eine echte Studie. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann glaubt mir das nicht. Das ist wirklich eine echte wissenschaftliche Studie, wofür man 1 Euro den Probanden gegeben hat. Das hat man bei 7 Leute ausprobiert. Und die waren dann im Käfig mit ganz vielen Marienkäfern. Und danach wurden die Menschen eingeschläfert. Das gehörte gar nicht mit zur Studie, aber ne, man brauchte die dann. Ne, ist halt so. Was soll man damit? Ne? Genau. Und das ist eine echte Studie. Es ist genauso echt wie die Studie, dass man im Jahr 7 Spinn ist. Das ist ja ne, auch eine sehr echte Studie. Es wurde zwar tausendmal gesagt, dass die einfach nur mal gucken wollten. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das auskam, von welchen. War das von Reporter oder war das von Autor? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hat sich ja eh nochmal damals einen Spaß erlaubt und das Geile war, der hat das sogar mehrmals bestätigt, dass es nur ein Spaß war. Der wollte einfach nur mal gucken, wie schnell sich Fehlinformationen, also falsche Informationen verbreiten. Und es gibt immer noch Leute, ich habe zum Beispiel auch jemanden, den ich kenne, den habe ich das sogar mehrmals schon gezeigt. Da gibt es ja ein paar Videos und sowas. Ich glaube, von ihm selber gibt es auch ein Video, wo er das nochmal öffentlich sagt. Es glauben trotzdem Leute. Ist halt so, nö, das ist hier alles kein Fake. Wo leben wir denn in der Matrix? Ja, leben wir. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.